Klaus kommt auch wieder an. Ja, stimmt, die haben wir ja noch nicht besiegt gehabt, ne? Ja, die sind ziemlich nah bei mir und ich kann es gar nicht beziffern. Ich komme mal mit rüber zu euch. Bei Sabrina jetzt. Ja, also die, pass auf, die sind bei dir, sind zwei, die zwei großen, noch einer, zwei, so Laternen. Ich hab schon gesagt, der eine, der macht wieder Babys. Vorsicht, Muschiklaus kann springen. Ja, Muschiklaus kann springen, Oh, hab. Der ist wütend. Hilfe. Ja, der hat Hunger. Der will mich. Ich bin auf dem Weg, aber ich bin noch im Haus. Ja, Tür zu. Gleich, also gleich. Aber im Zweifel zurück ins Haus. Okay. Weil dann kommt der vors Fenster. Weil ich hab hier oben, guck mal hier, Kev, ich hab hier oben mal sowas. Der eine ist drin. Scheiße. Genau das ist es. Man sollte, wir hätten die Tür zumachen müssen. Im Zweifel macht einer bitte die Tür zu, damit sonst kommen die alle rein. So, ich hab zugemacht. Ja, perfekt. Oh krass, hört ihr das? Ich denke mal, dass zu ist, ja, oder? Ja, ja, es ist zu. Ja, das wäre nämlich gut, weil dann können die nämlich nie rein und wie gesagt, das Haus können sie nicht zerstören. Dann kommen wir sie nämlich vom Fenster, so haben wir es gestern auch gemacht. Weil, guck mal, ich habe mir nämlich jetzt hier oben mal hier einfach mal so was wie so eine Art, ja, so. Okay. Das soll mal dann so eine Art Zimmer sein für mich. Das kannst du da gerne machen. Ja, die vorne sind immer noch zu zweit, da der schleichen sie nämlich jetzt rechts von uns. Ah, ich sehe sie, ja. Immer dieses Problem mit den Muttertanten in den Vorgärten. Ja. Warte mal, die Tür ist zu hier, ne? Ja, die ist, beide sind zu. Die ist zu und die ist zu, ja, ja, genau. Also sie können an die Tür, obere Tür können sie nicht ran, weil die Brücke nicht fertig ist. Wenn die offen, wenn die frei wäre, ja. Also die kommen rauf, ja. Wir haben die gestern zwei Leute vom Fenster weggeholt. Das ist es halt. Deswegen eigentlich immer, wenn es möglich ist, die Tür zumachen, da irgendwie Feinde in der Nähe sind. Weil sonst hast du gleich den einen wieder drin rumrennen. Oh, der ist noch so schön warm. Ah, super. Du kannst ja dein Schlafzimmer mit dem zum Kuscheln. So. Ich trau mich jetzt gerade, aber eigentlich müssten wir tatsächlich draußen irgendwie mal weitermachen. Aber die, solange die zwei Heinis da hinten rumschleichen und ihre komische Brut, weil ich glaube, da schleicht da kriegt nämlich irgendwie noch ein Baby rum. Wobei bei den Babys bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob die nicht hier sogar das Fenster springen könnten. Boah, hab ich mich da erschrocken. Alter! So ein Plach da. Oh. Ja. Was denn? Es regnet. Es regnet. Und mein Charakter hat Hunger. Ja, wie gesagt, draußen ist mehr als genug da, ne? Ansonsten haut das rote Zeug. Achso, wir können wieder raus, gut, okay. Ja. Weiß ich nicht, also wir sind nicht sicher. Sagen wir es mal so, zu 1000%. Weil. Ja, genau. Wenn ich ehrlich bin, haben wir genug Waffengewalt? Wenn ich ehrlich bin, machen würde ich die gerne wegholen. Das war die zumindest. Ja, ich hab bis auf die Axt noch nicht. So groß. Ja, ich auch, aber mir ist kalt. Ich bin in dieses ganze Waffendings noch nicht ganz so eingestiegen. Ich hab nur gebaut bisher immer nur.
Molotows? Das wäre, glaube ich, sehr effektiv, ne? Um die gegen die Dinger. Ich habe einen Stern zum Anbieten. Wunderbar. Die sind doch noch drin, dass ich jetzt jemand brauche. Okay, mein Charakter ist kalt. Ich habe uns übrigens noch ein Feuerchen vorne auf. Geht man nicht raus, wir haben da drin auch ein Feuer. Ich fuck mir jetzt nicht die Bude da drin ab, oder was? Ich weiß auch nicht vom Server. Sehr gut. Aber ich glaube, wenn das am Bildschirm so ein bisschen grisselig wird, ne, dann wird dem kalt. Ja, wenn da außenrum dieser Eiskristall da dran sind. Und ich hab das Dual jetzt Outfit an. Ja. Es ist Nacht, es regnet, ne, das ist klar. Achtung, Baby. Sabrina hinter dir. So, jetzt habe ich hier mal. Ich habe hier mal so eine Schädelkeule jetzt. Gut, den einen sehen wir zumindest und es wird jetzt so kurz oder hell. Ist das irgendwie effektiv hier, so eine Schädelkeule? Tut mir weh auf jeden Fall. Oh, es springt. Ja, es gebärt auch. Ah, ich wollte mir auch sauer, wenn man mich anzünden würde. Also so mal eben ist das nicht. Ich bin da bei ihm. Ja. Ich weiß nicht, ich hab verzogen. Oh, oh, oh. Aua! Ja, die schmeißen auch mit irgendwas Brennendem. Ja, das habe ich gemerkt. Ja. Ich auch. Ich habe mich selbst angezündet. Das ist meine eigene Schuld. Ja, hier rennt so ein Multifist da rum. Multifister. Oh. Na, der hat den ganz vielen Armen dran. Ja. Kann mich mal irgendwie gerade so, wer gerade mal ein bisschen Luft hat, mich holen? Ja, 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 ich bin auf dem Weg. Ich heile dich. Ich helfe dir. Du hast dich aber auch direkt ins, also, du hast irgendwie so, ist das ein Fetisch von dir? Ja, 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 sag ja, mir ist kalt. Kev steht auf Schmerzen auch gut. Ja, ich verbrenne mich immer gerne. Aber das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich mich immer an so an den so heißen Einlagen für den Backofen verbrannt. Immer wenn ich irgendwie, wenn ich mit meiner Freundin mal Auflauf gemacht habe, ich die gar rausgeholt habe. Ich habe die zwar. Ich habe die zwar mit dem Topflappen da rausgenommen, aber dann irgendwie als ich abgelegt habe, wieder verbrannt. Oh ja. Oh ja, ich wollte schon mal in die Haut von einem Mutanten schlüpfen. Wo? Dein. Ich halbier mal hier so ein bisschen so. Ja, solange das weibliche Gebärende etwas
Doch, weg, weg ist. Aber ich muss sagen, Kev, es steht dir, ja? Also du kannst es auftragen. Ja, das ist nett. Das ist gut zu wissen. Stuart das Outfit, ja? Das passt ja, zu dir. Ja, zwischendurch mal. So, Outfit. So. Das machen wir jetzt mal ein bisschen das anders. Jetzt wechseln wir kurz mal das Outfit. Oh oh. Vorsicht. Oh Gott, ja. Hinter mir. Ich wollte dich gerade warnen. Alter. Da will man nur ein bisschen Holz haben und schon wird man von hinten angefüßelt. So. Ich sag mal hier Holz mit an, so. Schnell weg. Ist hier irgendwo ein Wagen? Ja, das steht da, wo der pinke, wo das pinke Fältchen ist. Der ist voll, aber. Dann nehmen wir es halt so mit. Habt ihr eigentlich, wenn nur so bis 9 Uhr mal Zeit? Weil ich habe zum Beispiel nächste Woche Spätschicht und falls ihr irgendwie Bock habt, können wir auch dann irgendwie so ab 11:30 mal noch ein bisschen machen. Würde das bei euch so passen? Schwierig, weil ich habe auch nächste Woche eine Spätschicht und da bin ich erst gegen 12 Uhr rum zu Hause. Also ja, bei mir würde das passen. 12 Uhr wäre eine gute Zeit. Ja, oder muss mal gucken. Ich kann mich ja dann mal melden, wenn ich dann zu Hause bin. Ja, wie sieht das bei den Mädels aus? Okay. Das ist in Ordnung. Weil, wie gesagt, ich habe Spätschicht. Ich habe jetzt Frühschicht die Woche. Das geht ja. Aber ein bisschen. Also für eine Stunde oder so könnte ich dann bestimmt noch mal mich dran setzen. Wir werden immerhin 2 bis 3 Folgen, die man noch so mal machen könnte. Ja. Aber natürlich werde ich nicht bis 2-3 Uhr morgens spielen. Ja, ich auch nicht. Das ist klar. Ich werde auch just bis wie ich Bock drauf habe. Gerade wenn man zu zweit ist, dann. Ja, gestern haben wir 3 Folgen gemacht und dann war auch gut. Oh oh. Hier ist schon wieder so einer, der mit brennenden Bällen schmeißt. Und der Multifister ist auch wieder da. Uah. Vorsicht! Das war völlig daneben. Der hat aber gesessen. Jetzt geht der auf mich. Jetzt. Wie er die Beine breit macht. Der fällt nach hinten um und macht so. Oh! Der Vollidiot, der wollte mich auch noch ärgern. Ich lieg mal wieder so ein bisschen. Weil ich wollte mir gerade den brennenden Typen holen, der hat schon 2-3 weg abgekriegt. Ich hab auf unserem Blumenbeet geparkt, kann ja passen. Entschuldigen Sie, ich liege so rum. Achso, du brauchst Hilfe? Ja, ich bin sofort da. Ich bin der. Hat das irgendein Zeitlimit oder? Ja. Okay, dann ich beeil mich. Oh, Mensch, lauf doch mal. Bin auf dem Weg. So, bitteschön. Danke. Jetzt aber schnell weg hier. Die sind mir nämlich nicht ganz geheuer, die beiden. Die vertraue ich nicht. Ja, der eine Heini, der mag. Irgendwie noch.
Oh, da ist irgendwas fertig geworden. Eine Wand oder was? Ja. Komm ich rein. Oh, sorry, du warst doch draußen. Ich hatte aus Sicherheitsgründen die Tür schon dazu gemacht wieder. Weil die Zappelmänner da draußen rumlaufen. Ich mach die nämlich gerne mal zu. Ach, in den Regalen sind übrigens auch noch so Zeugs, ne? Dosenfutter und so. Ich stell auch gerade mal noch was rein hier, noch ein paar Pillendosen und. Yeah. So geil, Hausapotheke. So. Oh, Münzen. Ah ja, gut, die habe ich ja gefunden gehabt im. Ich habe mir mal ein bisschen Köpfchen gemacht, guck mal. Ja. Yeah. So, sind die Heinis jetzt mittlerweile weg oder wie sieht das jetzt aus? Ich sehe sie gerade nicht. Weil irgendwie müsste man. Ah, da vorne, ja, okay. Der eine. Ja. Nee, der kann nicht so weit. Ich frag gar nicht, was mit den Wagen hier passiert ist. Der steht. Ach, der, den du vorhin ins Feuer gestellt hast. Weiß nicht. Ach so. So, den Typ mit dem Branddings habe ich. Mit seiner Brandkugel. Der ist deine Wagen kriegt man nicht mehr raus. Der. Hab ihn. Der backt hier so ein bisschen rum. Aber der ist blöd. Ja. Ich krieg den nicht gedreht. Doch, jetzt. Erstmal die Wagen. Umdrehen. Gut, dass Kev den Dreh raus hat. Was denn das Wort ist, ja. Hey, ja. Aber hier haben wir wieder zwei. Anderen mit. Ja, aber hier haben wir wieder zwei Aktive. Das heißt nur noch, wir haben nur noch einen Gegner, der da irgendwo rumrennen muss. Wie gesagt, den Brandtypen habe ich. Der ist down. Der liegt noch da. Ich folge dir einfach mal, Kev. Du weißt, wo es am besten. Mit, Da, wo es gerade hochgeht, das sind Bäume. Tut mir leid. Die etwas dickeren Stämme, die anderen sind Stöcke. Ach so, gut, dass du mir das sagst, das hätte ich ja fast nicht gewusst. Ich sag's nur. Es wäre mir fast entfallen. Ich höre doch schon wieder hier. Ja, ich weiß, ich sehe. Der läuft gerade bei dir vorbei. Oh, ja, wir holzen. Wir holzen gerade euren Wald ab, ich weiß. Okay, wenn ich auf den Nisse. Komm ab. Warum will der mich haben? Was hab ich ihm getan? Hast du ihn bedroht? Wollte doch nur Baum. Komm, ich bin unfair. Tot. Super, breite Kräfte und wir haben es geschafft. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft. Liebes Bambi, schönes Bambi. Ja, wir können. Stimmt, Rehe brauchen wir auch noch für die ganzen Sofabezüge, ne? Bäumchen fällt. Baum fällt. Also meine fallen so, dass keiner jetzt in der Nähe ist, weil ihr alle hinter mir steht. Ich hinter mir. Ja, einmal gesagt, ist besser als gar nicht. Ja, ja, klar. Baum fällt.
Ich lege jetzt gerade mal nur die Bäume hier hin. Dann kann ich mal wagen. Wir haben jetzt, glaube ich, hier sechs Stücke liegen. Stämme liegen. Wir brauchen noch 101. Also jetzt auf 95. Noch 93. Ich wäre fast von meinem eigenen Baum gerade erschlagen. Baum fällt. Achtung! Direkt hinter dir. Was? Meiner ist auch gerade runter. Na, hier von Sabrina. Ja. Ja, ja. Mhm. Wir können auch mit Dynamit arbeiten. Ich habe nur leider keins. Mist. Aha. Ja, dann gerne, klar. Gut, dass ihr schon die ganzen geheimen Ecken kennt. Hilfe! Ach so. Hilfe! Gegner! Bei mir! Ja? Du hast schon wieder etwas Gebärendes hinter dir. Ja, ich hab's nur... weg. Ich hab's gerade mitbekommen, ja. Das sind drei Gegner. Ein großes und zwei kleinere. Kann sein. Aber da muss doch hier in der Nähe irgendwo was sein, wenn die so oft hier auftauchen. Höhle. Oh, ja. Hau ab von mir. Ich hab dich nicht angezündet. Oh, der hat mich zweimal geschlagen und ich bin tot. Hat er schön doppelten. Ich brauche mit der Axt halt zu lange, das ist das Problem, wenn ich den nur mal. Ich darf wieder liegen. Ich helfe dir gleich, Kev. Das wäre nett. Ich wollte nur friedlich Bäume schlagen. Was haben die Bäume dir getan, dass du sie schlagen musst? Keine Ahnung. Und hast du deinen Goldzahn auf dem Boden wiedergefunden? Nee. Was? Goldzahn. Das sieht immer so aus, wenn man jemand, als wenn der Charakter was auf dem Boden sucht, wenn der so rumhockt. Ich glaube, der eine Wagen war voll, den nehme ich mal und bringe ihn mal zurück zum Gebrauchsort. Trophäen sammeln langsam auch gut aus. Ich glaube, uns fehlt nur noch ein Mutantenkopf und ein Haufen Tiere. Jetzt, woran hänge ich denn jetzt hier fest? Ist doch nicht. Oh. Ich grill euch mal uns mal so einen Höhlenmenschen. Mhm. So ein Knusprig machen. Verdammt, ich habe den auf dem Garten geparkt. Ich wollte ihn eigentlich über den Steg bringen.
nur das Tierchen für uns. Wir müssten, glaube ich, dann auch mal den Essensvorrat wieder aufstocken. Ja, wenn jemand Lust hat, kann er gerne angeln und jagen gehen. Das wäre nie das Problem. Ich habe leider nichts. Moment, da ist irgendwie wieder was. Speer bräuchte man dafür, ja. Wir haben Besuch wieder. Also einer zumindest, ein kleiner. In den Leuchtdingen. Hat irgendjemand einen Stock hier hinten? Ja. Wo willst du einen Stock setzen? Hinten. Im Haus. Bei unserer Tieresammlung. Naja, ich komme. Ich habe noch Stöcker, ich bin auf dem Weg. Ich mach schon. So, was? Hä? Warum schwimmt ihr da hinten? Weil wir können. Das ist angenehm, ist frisch. Wir beide machen uns so gerne nass, weißt du? Euch vorbei, da bist du. Ich war schneller. Ich bin einfach durch die Hintertür gegangen. Hier hinten ist nämlich die Tür gewesen. Na, wo findet ihr die Sammlung langsam? Läuft. Achso, du bist Tiere am Aufhängen. Ich hatte was jetzt hier. Möwe, Hai, Schildkrötenköpfe, Wildschwein. Geil, auch nicht schlecht. Krokodil fehlt noch. Und Hauptsache den Mutanten. Ja, ein Mutant fehlt noch einer. Fehlt noch dieser Kambusen Jonas. Wir haben doch einen draußen, noch einen, oder nicht? Ja, wir brauchen aber den richtigen Kopf. Für Trophäe oder was gerade? Hast du gesagt? Ja. So, wieder zwei Wände fertig. Sehr gut. Ich bemühe mich. Alles gut. So, jetzt nur nicht den gleichen Fehler machen wie vorhin, ne? Und das Ding hier schön ins Lagerfeuer packen. Ja.